Wenn ihr wissen wollt, wie schnell der auf der Bahn fahren kann, ein Ford Mondeo mit einem Volvo Turbomotor. Wenn ihr das wissen wollt, schreibt mal unter die Kommentare, dann fahre ich den mit Nummern oder alleine auf der Autobahn mal aus. Wenn es euch interessiert, ist interessant mit dem Motor, also mit dem Turbo Volvo Motor. Krasse Wagen. Wohin musst du fahren? Ich muss nach Saarbrücken, Olympiastützpunkt fahren. Dann hole ich Kevin ab und den Nummern. Und dann fahre ich die zu ihrem Treffpunkt nach Frankfurt. Und in Frankfurt werden die dann halt wegfliegen nach Finnland ins Olympiastützpunkt dort vor Ort. Und dann haben die Trainingslehrgang von 10 Tagen ungefähr. Das heißt, ich bin nur on road, immer im Namen des Ringsportes, immer nur unterwegs, Mann. Okay. Ey, ich muss mich beeilen. Und wie geht's? Alhamdulillah, ja, hart trainiert. Jetzt ein bisschen chillen, helfen ein bisschen. Brauchst du noch was, Bruder? Alles gut. Immer Personalausweis und diese Sachen sind, glaube ich, am wichtigsten. Bruder, bist du noch in der Halle? Was sagst du? Der geht. 10 Tage ist Nummer nicht da, aber es wird schwer für mich. Aber muss da durch. Wir sehen uns bald auf jeden Fall wieder. Und dann sind die deutschen Meisterschaften dran. Und dann planen wir was auf jeden Fall. Wir wollen auf jeden Fall zu ein paar Kumpels fahren. Mal gucken, wie unser Sommerferien so wird. Also Serbien-Projekt wird stabil. Genau, also wir versuchen zumindest das stabil zu machen. Gerade ist es schon ein bisschen locker, aber wir machen es stabiler auf jeden Fall. Wir planen das alles. Und nach deutschen Meisterschaften wollen wir eigentlich so schnell wie möglich dahin. Genau. Hoffentlich klappt das alles. Ja, hoffentlich, ja. Ich würde es euch gönnen, weil dieses Jahr habt ihr schon sehr viele Programme gehabt, weißt du, dass ihr mal Urlaub macht. Ja, wir haben viel erlebt, wir haben viel trainiert, viel geweint, viel gelacht, viel geblutet, viel geschwitzt. Und jetzt nach den Deutschen muss noch durch, deutscher Meister werden und dann haben wir nichts mehr zu tun, dann können wir einfach chillen. Aber danach fängt schon wieder Vorbereitung für die Bundesliga schon an. Kann man das schon so sagen? Genau. Also ich ring Rückrunde zum Glück, aber nur mal Ring Vorrunde. Nein, ich krieg auch Rückrunde. Auch Rückrunde? Ja, ja. Ja, wenn der Rückrunde ringt, haben wir dann Zeit. Ist gar kein Problem. Ist gar kein Problem. Aber so. Dein Cup ist schon nice, Mann. Ja, die habe ich schon ein bisschen länger. Okay, auf geht's. Kevin ist ja ein Stock unten. Der wartet draußen. Oh, okay. Bruder, was wird? Was wird? Viel Spaß, trainieren wir. Hakan Amca. Du auch. Wir sehen uns. Inshallah. Community, wir sehen uns. Auf jeden Fall. Ja, danke, Mann. Bitteschön. Warte, Bruder, viel Spaß. Trainier hart, Bruder. Send auch noch einmal, Mann. Mit hoch. Ein schönes Salam alaikum. Ja, Mann, eine Abreise. Was sagst du, Mann? Ja, Abreise. Ich sag mal so, recht wenig Pause gehabt dazwischen. Und auch immer noch ein bisschen Platz, sag ich mal. Aber naja, ist ja egal jetzt. Geht's weiter. Da sehen wir das liebe Paar. Hallo, ihr seid drauf. Ja, wir haben drauf. Sehr gut, Kuh. Ich versuch's.
Und Kevin, wie fällt der Abschied schwer? Schwer, wir sehen uns jetzt 5 Wochen nicht. 5 Wochen? Ja. Immer wenn ich hier bin, ist sie auf Lehrgang jetzt. Oha. Dann sind wir auf der Weltmeisterschaft und dann ist sie auch wieder auf dem Lehrgang. Also. Deine Freundin, aus welchem Sportbereich ist sie denn? Triathlon. Triathlon? Ja. Das ist schon. Ja, ist dein Auto, ey. Und Hakan, alles klar bitte. Hallo Kevin. Ja, bei mir ist alles klar, Mann. Die Jungs habe ich seit langem nicht mehr gesehen. Die sind einmal weg und dann gefühlt ein halbes Jahr sind die nur im Trainingslager, Folterkammer. Ja, Mann, ja, Mann. Ey, was für ein Leben, was für ein Leben. Was für ein Leben. Aber es ist anstrengend. Ja, von euch hat weder Familie was, weder Freunde, ihr seid heil einfach weggeblieben. Keiner von uns was, wir sind immer weg. Harte Nummer, wirklich harte Nummer. Nur mal ein Pferd. Hast du eine Lebensversicherung? Ich muss sagen, ich habe schon Angst. Ich bin richtig nervös. Nervös als ich. Nee, ohne Scheiß, es ist gut, dass er Führerschein hat. Ja, gut, aber der ist trotzdem noch ein paar Anfänger. Ja, aber ich bin zufrieden, Mann. Ich bin wirklich zufrieden. Aber du bist ja auch ein verrückter Fahrer. Ja, aber ich habe 0 Punkte in Flensburg. Ja, die habe ich auch noch. Okay. Warte, ich ziehe noch meinen Jacke aus, ich habe warm. Also sagst du, ich habe warm oder mir ist warm? Was, wie sagst du das? Wie? Also wir werden auf dem Lehrgang immer ausgelacht, wenn wir sagen, ich habe warm. Ich habe warm? Ja. Das hast du auch noch nie gehört, oder? Nee. Was denn das heißt, mir ist warm? Ich schlief zu wenig. Und ich trank zu viel. Die Schmerzen im Kopf waren ein vertrautes Gefühl. Spalt. Schaltet ab. Schnell. Stabil, Alter, stabil. Ja, Mann. Leuchte ist nicht verkehrt hinten. Und Mikrofon. Sicherheitsgurt anlegen. Bei ihm muss man die Stuntgurte, 6-Punkt-Gurte anziehen. Ich brauche normal noch einen Helm. Für die Fahrt hätte es sich schon gelohnt, hier so einen Käfig einzuschweißen. Nein, ich vertraue Nummern, der ist ja anständig. Nummern fährt das Auto und wir sind jetzt im Interview. Hallo Kevin. Servus, alles klar? Alles klar, wie geht es dir? Mir geht's eigentlich ganz gut. Bisschen noch Platz, sag ich mal, so von der EM. So ist man gerade im Loch, sag ich mal, nach dem Höhepunkt. Aber heute Training war eigentlich schon wieder ganz okay. Also so langsam geht's wieder bergauf. Also vor der Abfahrt immer noch Training? Ja, also wir hatten jetzt eben noch ein Training. Weil morgen ist ja eher, denke ich, kein Training in Finnland dann durch den ganzen Reisestress und so. Und Samstag geht's dann wieder los. Also wir bleiben bis am 25. dort, glaube ich, oder 26. Und es wird auf jeden Fall viel gerungen dort, denke ich mal. Also so war es letztes Jahr mal, dass halt morgens und abends immer Rambazamba auf der Matte war. Und Samstagabend haben wir noch ein Turnier. Also so ein kleines Turnier unter uns, so ohne Wiegen und alles. Einfach ein paar Trainingswettkämpfe. Und ja, so wird der Lehrgang halt ablaufen, gehe ich mal davon aus. Wird das auch verwendet, um vielleicht auf eine WM zu kommen oder ist das ganz was anderes? Nee, das Turnier wird glaube ich nicht dafür verwendet, dass man auf die WM kommt oder so. Das ist einfach nur mal, um wieder ein bisschen Wettkampfpraxis zu haben für uns. Also wir hatten jetzt ja die EM, aber einfach, dass man im Wettkampfprozess drin bleibt und halt so als Trainingsmethode sind Wettkämpfe schon eigentlich das höchste Mittel, was es gibt. Kevin, du warst aktuell auf der Europameisterschaft, du hast sehr gute Kämpfe abgeliefert. Wie zufrieden bist du? Welchen Platz hast du belegt? Also ich wurde 5. Europameister, das hört sich natürlich schon gut an, sage ich mal, aber ich bin eher nicht so zufrieden mit den Kämpfen. Also klar, der erste Kampf ist immer ein bisschen schwierig zum Reinkommen. Viertelfinale war dann auch gut, aber da hat man am Ende gemerkt, dass halt einfach die Kondition bei mir gefehlt hat. Also das war mein größtes Manko. Im Halbfinale habe ich eigentlich
den Gegner gut beherrscht, habe 5-0 geführt und wollte dann zu viel. Bei mir ist dann irgendwie im Kopf so ein Schalter umgelegt worden, wo ich dann gedacht habe, jetzt noch eine Wertung, dann habe ich einfach die Medaille sicher. Und dann wurde ich halt fahrlässig und habe den Kampf irgendwie hergeschenkt und wieder offen gestaltet. Und dann ging es immer hin und her. Der hat geführt, ich habe geführt. Und dann hat es am Ende nicht gereicht und habe 16-13 verloren. Das Ergebnis sieht man eigentlich nur auf dem Schülerturnier. Und ja, um Platz 3 und 5 war dann auch die Kondition, sage ich mal, so das Größte, was den Unterschied ausgemacht hat. Ich habe 3-1 geführt zur Pause und habe dann am Ende 8-3 verloren. So, deswegen. Du redest von Konditionsmangel. Wie ist das zu verstehen? Die Vorbereitung ist eigentlich gut gelaufen. Wir haben vielleicht ein bisschen zu spät angefangen mit der Vorbereitung, denke ich mal. Aber dann war ich halt auch noch vor der EM eine Woche krank und dann musste ich Blut abnehmen gehen, weil mein Blut zu dick war. Und dann, ich darf ja keinen Blutverdünner nehmen und so, das kann ja alles als Doping gelten. Und dann haben wir halt versucht, so, dass wenn ich Blut spenden gehe, dass mein Blut halt ein bisschen dünner wird, weil es sich dann selber wieder erneuert. Aber das hat halt nicht viel gebracht, sage ich mal. Und klar, mit den Kämpfen muss man rechnen, wenn man so weit kommen will, dann hat man halt mal 4 Kämpfer an einem Turnier. Aber das war jetzt eigentlich nicht so der Grund. So, ich weiß nicht, vielleicht war die Tagesform nicht optimal, keine Ahnung. Bist du für die Weltmeisterschaften nominiert? Hast du da ein Feedback? Also ich gehe mal stark davon aus, dass ich auf die Weltmeisterschaften mitfahre, weil einfach durchs Ergebnis, da ich ja 5. wurde und knapp an der Medaille vorbeigeschrammt bin, gehe ich mal davon aus, dass ich mit auf die WM genommen werde. Und ja, das denke ich ist eigentlich schon so zu 90% sicher, wenn jetzt keine größeren Verletzungen oder sonst irgendwas dazukommen. Wann kommt die WM? Die WM ist Mitte August. Ich glaube, am 15. geht's los, 15. August. Aber das Programm bis dorthin wird ziemlich stramm. Also wir sind ja jetzt 9 Tage in Finnland. Dann kommen wir nach Hause, haben 5 Tage Zeit, um Gewicht zu machen und alles. Dann ist die Deutsche Meisterschaft direkt. Und nach der Deutschen haben wir, glaube ich, direkt, also die Deutsche Meisterschaft geht bis sonntags. Und dann haben wir montags, glaube ich, direkt einen Lehrgang in Heidelberg für ein paar Tage. Und dann ist auch schon bald die WM. Dann haben wir noch 6-7 Tage Zeit und dann fahren wir schon, beziehungsweise fliegen wir nach Russland auf die WM. Bundesliga. Ja. Wie schaut's aus? Wo hast du deinen Vertrag? Meinen Vertrag habe ich bei Hüttigweiler natürlich. Also ich hatte auch 2-3 andere Angebote, auch eins aus dem Saarland, aber ich muss einfach sagen, ich fühle mich in Hüttigweiler einfach wohl. Das Umfeld passt einfach und die Wertschätzung auch vom Verein, vom Trainer, von generell vom Umfeld dort ist einfach die Wertschätzung, sage ich mal, größer als wenn man jetzt irgendwo anders hingeht, wo man neu ist. Und deswegen habe ich meinen Vertrag wieder bei Hüttigweiler unterschrieben. Die haben mir die Kämpfe in 86 Kilo versprochen. Ich muss natürlich auch mit Mathis Jochum 1-2 Kämpfe abgeben, aber das war mir vorher schon bewusst und das mache ich natürlich auch gerne dann. Und ja, deswegen bin ich eigentlich in Hüttigweiler geblieben auch. Und natürlich, weil Numan auch zurückkam, das war natürlich auch, das hat mich natürlich mega gefreut, so, weil das ist ja mein bester Freund auch so. Und dann war es natürlich schön, wieder mit dem in einer Mannschaft zu ringen dann. Numan, Gratulation, dass du dieses Jahr wieder bei Hüttigweiler bist. Dankeschön. Zum Glück. Also ich kann aus meiner Perspektive sagen, das Klima bei Hüttigweiler ist sehr kameradschaftlich, sehr teamorientiert. Ja, auf jeden Fall. Man gehört zusammen, das merkt man. Und es gibt auch andere Mannschaften, die sind viel stärker, aber da ist das nicht mehr im Vordergrund. In Hüttigweiler ist irgendwie alles so wie so eine große Familie, sage ich mal. Egal woher der kommt oder egal ob er jetzt neu dazugekommen ist oder ob er jetzt wieder zurück zu uns gewechselt ist, also das Verhältnis ist eigentlich bei allen gleich so. Wir verstehen uns einfach, wir sind irgendwie so eine Einheit, sage ich mal so. Das ist halt schon ganz cool, vor allem, weil wir auch viele in unserem Alter haben. So, das macht dann halt auch Spaß, so wenn 5-6 Leute da sind, mit denen du jeden Tag im Training bist und so, das ist dann schon geil, so mit denen dann
nach, keine Ahnung, nach Adelhausen oder so auf die Bundesliga-Kämpfe zu fahren, das macht schon Spaß dann. Ringsport ist ja sehr meisterschaftsorientiert, sage ich mal, und aber gleichzeitig in der Bundesliga ist das ein Mannschafts-Sport. Für was bist du eher geboren? Also, natürlich mal, also ich übe den Sport halt so aus, dass ich halt irgendwann persönliche Erfolge feiern kann auch. Aber, na klar, jeder will Medaille auf WM, EM, keine Ahnung, aber wenn es dann zur Bundesliga-Saison hingeht, dann bin ich einfach auch 100% für die Mannschaft bereit, alles zu geben, auch bis zur letzten Sekunde immer alles geben, mich für die Mannschaft einzustellen und keine Ahnung, wenn ich mal in der zweiten aushelfen muss, dann mache ich das auch, aber natürlich Einzelmeisterschaften ist immer was anderes, weil da kann dir keiner helfen, so. Da baut, wenn du da einen Fehler machst, dann ist vorbei und so in der Bundesliga ist, wenn ein Kampf schlecht läuft und ein anderer Kampf läuft gut, dann hat sich das wieder ausgeglichen, so. Das ist halt der Unterschied auch. Freust du dich auf die Bundesliga dieses Jahr? Also ich bin richtig heiß auf die Bundesliga und ich hoffe, dass sie dieses Jahr komplett stattfinden kann, weil letztes Jahr waren es ja, glaube ich, nur 2 Kämpfe oder auch 3. Und natürlich, Bundesliga ist immer was Geiles. Dann, wenn die Zuschauer da sind, wenn die Halle bebt, ist einfach was Geiles so. Dann, vor allem, wenn die Mannschaft dann gewinnt, das ist dann immer, macht Spaß einfach. Wo siehst du dich im Ringsport in deiner Zukunft? Puh. Wo willst du hin? Schwierige Frage, aber natürlich, ich will irgendwann dann auf die Olympischen Spiele, das ist Ziel natürlich, aber beziehungsweise das ist der Traum, aber das Ziel ist jetzt erstmal eine Medaille international zu holen. So, dafür arbeitet man jeden Tag, dass man irgendwann sowas erreichen kann, wie jetzt, keine Ahnung, Etienne Kinsinger zum Beispiel, wo das alles schon erreicht hat, wo jetzt bald auf die Olympiade fliegt, so, dafür arbeitet man natürlich und man darf halt aber auch das Privatleben dabei nicht vergessen, dass man sein Studium macht, seine Schule, seinen Beruf ordentlich ausübt. Weil es gibt auch eine Zeit nach dem Ringen, aber die Zeit während dem Ringen versuche ich schon so erfolgreich zu sein, wie es geht. Nach meinem Halbfinale bei der EM, beziehungsweise nach, wo die EM vorbei war, hat mich mein Opa angerufen und der hat mich nicht getröstet oder so, der hat mich erst mal 10 Minuten zusammengeschissen und Taktikanalyse gemacht, so was ich nächstes Mal besser machen kann und so. Und das Gleiche mit Frank Hartmann, der hat mich auch erstmal 10 Minuten lang nur am Telefon bequatscht und so. Aber natürlich, die meint es ja dann gut und versuchen Lösungsvorschläge zu bringen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, so, dass sie mich dann auch immer unterstützen und natürlich auch meine Trainingspartner und so. Gehört ja alles dazu, ohne die geht es ja auch nicht. So. Wie war das dann jetzt mental? Musstest du daran arbeiten, das verkraften, dass du knapp an der Medaille vorbei bist? Also in dem Moment, wo der Kampf vorbei war, konnte ich es noch nicht so begreifen, dass jetzt wirklich, sage ich mal, der Traum vorerst geplatzt ist. Aber so, wo ich dann nach Hause gefahren bin und im Auto bis in 3-4 Stunden wirklich meine Ruhe hatte und so, mal alles verdauen konnte, da war die Enttäuschung schon groß. Ich bin dann auch direkt nach Hause gefahren und so zu meinen Eltern. Die versuchen mich halt, also so mein Umfeld versucht mich aufzubauen, zu motivieren. Und ich sehe auch selbst, ich bin ziemlich nah dran an der Medaille. Und versuche natürlich jetzt auf der Weltmeisterschaft, das ist mein letztes Juniorenjahr, da versuche ich natürlich jetzt noch die Medaille einzufahren. Du kommst aus einer Familie, wo Ringen erfolgreich durchgeführt worden ist. Dein Großvater ist Olympiaheld, Karl-Heinz Helbing. Karl-Heinz Helbing, ja. Deine Mutter ist Europameisterin. Macht das für dich einen Druck innerhalb der Familie? Wie siehst du das? Wie ist deine Erfahrung bei dir? Nee, also ich hab gar keinen Druck, finde ich. Also ich finde es halt nur cool, dass so meine Mama schon so einen Erfolg hatte, beziehungsweise so Erfolge. Mein Opa natürlich, das in Deutschland eigentlich so, sage ich mal, den Älteren oder beziehungsweise eigentlich den ganzen Ringern Begriff, so Karl-Heinz Helbing, so, der war 3. Olympiasieger, hat unendliche Medaillen auf Deutschmeisterschaft gewonnen, auf Weltmeisterschaft Medaille gewonnen. Das Video Olympic Champion Karl-Heinz Helbing unbedingt bei Jack Breaker anschauen. Die Olympiamedaille?
Habe ich die so aufgeladen, habe die von oben runter. Weil es einfach ein geiler Sport ist, das Ring ist einfach geil. Aber ist jetzt nicht so, wie wenn ich da einen Druck hätte, sondern eher so, ist eher so ein Anreiz, dass ich das auch irgendwann erreichen kann. Und ich sehe dann auch, dass es möglich ist, weil die haben es auch geschafft und dann kann ich das auch schaffen, wenn ich will. Hast du eine Vorstellung, wie lange du den Ringsport betreiben wirst? Nee, eine Vorstellung jetzt nicht, aber ich denke, ich weiß schon irgendwann, wann genug ist. So. Also ich höre dann auch irgendwann schon auf meinen Körper und schlepp mich dann nicht noch mit 38 oder so dann darum, wenn es nicht mehr geht. Also natürlich, jetzt kommen ja erst die goldenen Jahre, sage ich mal so. Ab 20 geht es ja dann auch richtig im Männerbereich los. Da wird es dann auch härter, sage ich mal. Aber so ein, ich habe jetzt kein gewisses Alter, wo ich sage, nee, ab dann höre ich auf. Also ich versuche dann auf meinen Körper zu hören einfach. Zu eurem Trainer, was ist da passiert? Was läuft da ab? Also es war so, es war dienstags morgens im Training, hat uns unser Trainer gesagt, dass er jetzt noch eine Nachbesprechung im Krankenhaus hatte, weil er war ja über längere Zeit, sage ich mal, erkrankt an Krebs und er hat ihn auch besiegt gehabt, er war wieder gesund und dann hatten die einfach nur eine Nachkontrolle und bei der Nachkontrolle hat sich halt wieder herausgestellt, dass er leider wieder Krebs hat. Und es war natürlich für ihn, sage ich mal, wie so ein Schlag ins Gesicht, weil damit hat er nicht gerechnet und damit hat keiner von uns gerechnet, weil ihm ging es eigentlich die ganze Zeit gut. Und sein Vertrag wäre auch ausgelaufen jetzt Ende vom Monat, also er hätte einen neuen Vertrag unterschreiben müssen. Und der Landessportverband Saarland ist nicht bereit, ihm seinen Vertrag zu verlängern zu den gleichen Konditionen, wie er sich das vorstellt, beziehungsweise wie er die ganze Zeit gelaufen ist. Und dann hat er halt gesagt, so, es reicht jetzt, ich muss mich auf mich konzentrieren, ich brauche jetzt die Kraft für mich. Und das können wir natürlich alle verstehen, so, dass er ist 71, da braucht er seine ganze Kraft jetzt dafür und wir sind auch bei ihm, wenn er uns braucht. Aber für uns ist es natürlich auch schwer, so, ich sag mal, der hat uns jetzt über, also mich 3 Jahre und Numan auch, begleitet und, sage ich mal, er hat uns den Weg gezeigt, den wir gehen müssen. Er hat sich jeden Tag für uns eingesetzt, egal was war. Und natürlich ist es dann schwer, wenn er dann von heute auf morgen und dann auch noch vor der Europameisterschaft sagt, ab morgen bin ich weg. Und dann war es Donnerstagmorgen, da sind wir dann in die Schule, haben unser sondern wir sind in die Schule gefahren und haben gesagt bekommen, ob wir bestanden haben oder nicht, unser Abitur. Und dann sind wir danach nochmal zu ihm ins Büro und dann war das Büro halt komplett leergeräumt. Das war dann auch so ein emotionaler Moment für uns, so, wo wir uns dann noch von ihm verabschiedet haben und so. Das war dann quasi so das letzte Sehen in seinem Büro und so. Das war halt schon sehr emotional, muss ich sagen. Also ich finde es schon sehr schade, dass er nicht mehr da ist jetzt, weil es war halt unser Trainer so und ich habe ihn sehr als Trainer geschätzt und auch als Mensch, weil er einfach für uns alles gegeben hat. Und ja, jetzt müssen wir halt weitermachen. So, das Leben geht immer weiter. Es wird ein neuer Trainer kommen, das ist auch klar. Aber Frank ist halt Frank, den kann man nicht 1-2-1 ersetzen. Vor allem, wenn er neben dran steht beim Krafttraining oder so. Und du bist eigentlich schon komplett kaputt und dann machst du nochmal einen, weil er sagt, mach noch einen und so. Dann motiviert er dich nochmal. War halt schon ein besonderer Trainer, sage ich mal, aber das Leben geht weiter. Es ist traurig, also ich kann auch nur sagen, Kopf hoch. Also ich sag mal so, es gibt immer solche Beziehungen und solche, aber dadurch, dass wir wirklich jeden Tag zweimal mit ihm in der Halle waren und mit ihm gearbeitet haben und im Kraftraum gearbeitet haben und für die Schule gearbeitet haben und was weiß ich, da ist es schon, sage ich mal, ein anderes Verhältnis, wie wenn man jetzt einfach da hingeht und sagt, das ist mein Trainer, so, das war halt schon eine wichtige Person, eine Bezugsperson für uns auch, wenn irgendwas war. Wir sind direkt zu Frank gegangen, egal was war, ob es mit der Schule war oder mit dem Sport. Da ist man einfach zu Frank gegangen, man hat gewusst, der weiß einfach weiter so. Der setzt sich für uns ein, der ruft dort an, der macht das für uns. Und da war dann schon ein anderes Verhältnis, wie man sich das jetzt vorstellt. So, das einfach ein, wie soll ich sagen, der war einfach wie so ein,
wie so ein Papa für uns alle dann dort. So. Wann habt ihr ihn zuletzt gesehen? Konntet ihr euch jetzt vor dem Lehrgang noch verabschieden? Also wir sind gestern sind wir zu ihm gefahren, haben ihn überrascht und haben dann ein bisschen Kuchen mitgebracht und so und haben uns dort noch bei ihm ein paar Stunden hingesetzt, haben noch ein bisschen Kaffee und Kuchen gemacht und so, war schon ganz okay, auch mal abseits von der Halle. Es war das erste Mal so, dass wir ihn abseits von der Halle getroffen haben auch. So, es war dann mal einfach was anderes, ihn mal nicht so im Trainingsanzug zu sehen und so, sondern einfach mal zu Hause mit ihm am Esstisch zu sitzen und einen Kaffee zu trinken, sage ich mal. Es war schon mal was anderes, aber wir haben uns natürlich gefreut, den wiederzusehen. Er hat sich natürlich auch gefreut, uns wiederzusehen. Und ich glaube, das werden wir in Zukunft auch öfter machen, so, weil er nicht mehr in die Halle kommt. Also erstmal nicht mehr in die Halle kommt, aber wir werden ihn auf jeden Fall noch öfter sehen. Also ich wünsche dem Frank alles Gute und wenn er das dann hier hört, ich wünsche ihm viel Gesundheit und viel Stärke im Leben. Ja, also ich denke schon, dass er das schaffen wird, weil wenn es einer schaffen kann, dann Frank, der hat schon so viel in seinem Leben erreicht und gemeistert. Das hat kein anderer geschafft, sage ich mal. Deswegen ist es auch so ein Vorbild für uns gewesen, weil er einfach so viel schon erlebt hat und überstanden hat. Und deswegen ist es einfach, wenn es einer schafft, dann Frank. Also deswegen, da mache ich mir gar keine Gedanken. Also ich habe mich jetzt heute fürs Studium eingeschrieben. Ich werde versuchen, BWL zu studieren. Also wenn ich dort einen Platz bekomme, dann werde ich das auf jeden Fall machen. Wenn ich dieses Jahr keinen Platz bekomme, werde ich erstmal, denke ich, ein FSJ anfangen und dann nächstes Jahr studieren. Also ich habe schon vor, auf jeden Fall mein Studium zu machen, dass ich halt dann, wie gesagt, nach dem Ring dann auch einen ordentlichen Beruf habe, ordentlich Geld verdiene, weil es ist einfach auch wichtig, man will ja irgendwann Familie gründen auch, dass man halt ordentlich Geld hat für die Familie auch. FSJ, was ist das? Es ist ein freiwilliges soziales Jahr. Da kann man dann zum Beispiel, also ich würde es dann bei uns am LSVS machen, dass ich halt auch trainieren kann. Da arbeite ich dann ein Jahr, bin quasi Angestellter für ein Jahr im Büro oder so und mache dann Papierkram oder Computerkram irgendwie. Und wenn das Jahr vorbei ist, dann werde ich halt studieren gehen. Aber ich versuche jetzt direkt zu studieren zu gehen, das wäre am besten, dass ich nicht so lange aus der Schule raus bin. Nummerns erste Regenfahrt. Nummerns, ja, wie sind die Wetterverhältnisse? Ah, sehr schlecht, so wie man sieht. Ich bin noch nie so gefahren, aber hoffentlich passiert nichts. Ich muss ein bisschen langsam fahren. Vor den LKWs muss man immer Angst haben. Keine Panik, alles gut, Mann. Bei den LKWs habe ich selber noch ein bisschen Angst. Also das Projekt Jack Breaker, das habe ich ja schon ziemlich von Anfang an miterlebt so. Und ich war ja auch ziemlich bei den ersten Videos dann auch dabei, hab die mitverfolgt, wo der Lockdown war, wo Numan und Jack jeden Tag Videos hochgeladen haben, wie sie trainieren und was weiß ich. Und ich find's eigentlich ganz geil so, dass sie sich halt so Mühe geben und so überall hinfahren, nach Dortmund da zu den Kfz-Fuzis und so. Das sind Videos. Ich bin eigentlich nicht so der Kfz-Fan, aber wenn Jack Breaker so Videos hochlädt, dann schaue ich die einfach an, weil ich weiß nicht, ich finde seine Interviews eigentlich immer ganz geil auch, er ist immer gut vorbereitet und wenn nur mal ein Video hochlädt, so, ich finde es einfach cool, so wie man zusehen kann, wie sie langsam wachsen. Sie wachsen jetzt nicht so explosiv in die Höhe, aber man sieht trotzdem, es kommen immer mehr Follower dazu, die Videos werden mehr geschaut und ich bin einfach froh, dass ich dann das so miterleben kann und auch ab und zu mal ein Video vertreten bin. So, das freut mich natürlich auch, so, das ist halt schon... Man hat nicht immer einen Kumpel, wo gerade einen YouTube-Kanal hat, wo dich dann immer ab und zu mal interviewt oder filmt. So, das hat man nicht so oft, deswegen finde ich das ganz cool. So. Deine Kritik für den Kanal, was wünschst du dir als Zuschauer? Ist ja euer Kanal, so. Man kann ja nur Kritik äußern, aber ich persönlich kann jetzt nicht so die Kritik äußern, weil ich euch halt so gut kenne und so, weißt du, ich unterstütze euch bei jedem Video, egal was ihr macht. Aber ich bin natürlich mehr so der Sportfan, so. Ich bin mit Autos habe ich gar nichts zu tun. Ich finde es halt interessanter, wenn Sportvideos kommen, wie du trainierst oder wie wir trainieren oder Bundesliga, das ist halt so eher meine Welt. Aber es gibt natürlich auch genug andere Leute, wo anderer Meinung sind, wo dann die Autovideos schauen, wie du am Corsa rumschraubst oder zu den Leuten hinfährst und filmst, was die an den Autos machen, so. Also ich kann jetzt eigentlich nicht so die Kritik äußern, so, da ist eigentlich für jeden was dabei.
vielleicht noch die ein oder andere Challenge mit einbauen. Aber da haben wir schon was geplant, so ich und Numan. Und ja, das wird schon klappen, denke ich. Ich interessiere mich schon für viele Sportarten, muss ich sagen. Ich verfolge jetzt nicht jede Sportart so bis ins kleinste Detail, aber natürlich Kampfsportarten, da ist man als Kampfsportler natürlich quasi so mit drin. Da, die schaut man sich an und da steht man extra um 4 Uhr auf, wenn die MMA-Kämpfe sind nachts. Und ja, so natürlich Fußball, der Klassiker, den verfolgt man immer irgendwie so. Aber ich habe gehört, du bist gar kein Fußballfan, ne? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Also ich bin schon so ein Fußballfan, muss ich sagen. Also ich, wenn du mich irgendein Ergebnis fragst, habe ich es im Kopf, so kann man das sagen. Oder welcher Spieler wohin gewechselt ist, da bin ich immer auf dem neuesten Stand. Ich habe mitbekommen, dass du sehr gut Ergebnisse abschätzen kannst im Fußball. Ja, so natürlich im Fußball kann natürlich auch alles passieren, wie im Ring. Nee, das kann man jetzt nicht so sagen. Im Ring kann nicht ein Oberliga-Verein gegen Bundesliga-Verein gewinnen. Das geht im Ring nicht, aber natürlich so ein bisschen im Fußball kann man schon abschätzen, wer wie hoch gewinnen wird, ob die abschlachten werden oder ob es ein knappes Spiel wird. Das kann man schon ein bisschen sagen. Deswegen bin ich da nicht ganz so schlecht drin. Numan, wie geht's da vorne? Ja, ganz gut. Zum Glück war hier fast gar kein Regen. Jetzt ist wieder entspannter. Ich habe gerade eben die Fahrstreifen noch nicht mal richtig gesehen. Okay. Aber alles gut. Aber du fährst gut. Ist hinten angenehm. Dankeschön. Kann ich nur wiedergeben. Also den Lehrgang jetzt natürlich erstmal erfolgreich beenden bzw. bestreiten. Jetzt geht er erst los. Und danach auf jeden Fall auf der Deutschen Erster zu machen, das ist eigentlich die Pflichtaufgabe, die ich mir selber stelle. Natürlich kann immer was passieren, aber wenn ich das abrufe, was ich drauf habe und so, dann bin ich da schon ziemlich optimistisch, dass ich das auch schaffe. Und dann natürlich schnell ein, zwei Tage erholen und direkt wieder ins Training einsteigen, Vorbereitung für die WM. Da geht es dann Schlag auf Schlag und natürlich bei der WM Minimalziel, sage ich immer, ist Top 5, aber diesmal sage ich Minimalziel Top 3, das vielleicht dann auch für die Medaille reicht. Auf jeden Fall, da wünsche ich dir viel, viel Glück und Erfolg und vor allem, dass du alles gesundheitlich gut überstehst, ohne Verletzung, weil es ist ein harter Sport, es ist ein Kampfsport, da kann immer was passieren. Es geht schnell, hat man bei Numan letztes Jahr gesehen. Jede Millisekunde kann bei uns irgendwas passieren, wo man nicht mit rechnet. Wenn die Matte nass ist, du rutschst weg, verdrehst dein Knie, keine Ahnung, da kann alles passieren. Du hast ja sehr viele Narben. Ja. So Cuts. Cuts, die kommen alle durch Ringen? Die sind alle durchs Ringen gekommen. Ja. Aber eine, die große hier, die ist auch einmal vom Ring gekommen, aber da bin ich als Kind auch mal auf einen Telefonschrank, also auf so einen Phonschrank für den Fernseher gestürzt, genau hier mit auf die Ecke und dann ist es halt schön aufgeplatzt, es wurde auch mit ein paar Stichen genäht. Also, aber die hier so, die anderen sind alle vom Ring. Die wurden schon einige, also ja. Hast du die schon mal abgezählt? Wie viele hast du denn? Ich hatte vom Ring glaube ich schon so 5-6 Platzwunden. Aber das ist immer nur das kleinere Übel. It's after dark, you feel the most. Face alone. Listen. As your friend, I'll never. Wenn ein Sportler, ein Ringer, ein Cut erleidet, das so groß ist, was würdest du jetzt mit auf den Weg geben als Tipp? Was ist da zu machen? Cut ist normal im Ring, ob es Sinn macht, weiter zu kämpfen oder nicht weiter zu kämpfen. Wenn du durch im olympischen Finale stehst und der Kampf wirkt hin und her, dann wird eine Binde drum gemacht und der Cut ist ja nicht lebensgefährlich. Der blutet halt und anschließend wird er genäht oder verklebt, wie auch immer. Man muss in solchen Momenten die richtige Entscheidung treffen, ob es Sinn macht, den Kampf weiterzuführen. Und wenn man natürlich im olympischen Finale steht und denkt, ich habe jetzt 4 Jahre geackert und jetzt hat mir sein Kopf auf meine Wange gehauen und jetzt blutet es hier, dann wird er nicht sagen, ich höre auf.
Heute gibt es allerdings andere Regeln wie damals. Heute ist, wenn die beim Ringen die Blutung nicht zum Stillen kommt, kann es auch zur Disqualifikation führen. Das ist halt jetzt das neue Regelwerk seit, weiß nicht, 2-3 Jahren so. Ist man im Ringen so auf dem Level, dass man so wie im Boxsport zum Beispiel die Cuts auch im Griff hat? Ja, ich denke schon. Wir haben ja die typischen Turbane, die wir dann um den Kopf wickeln. Man kann das über kurze Zeit zubinden und anschließend medizinisch versorgen. Alles möglich. Ich finde es eigentlich ganz geil, wenn irgendwas aufplatzt am Auge oder so. Sieht immer gefährlich aus. Da kommt man dann in die Schule oder so und dann fragen die immer so, boah, was hast du gemacht und so, alles gut bei dir? Habe ich gesagt, dann, ich sag dann immer, du willst gar nicht wissen, wie der andere aussieht. Zum Abschluss möchte ich mich dann noch bei Jake bedanken für das Interview und natürlich für meinen Chauffeur Numan. Ja, wir werden versuchen, einiges zu filmen jetzt von Finnland und von der Deutschen und von der WM dann. Vielleicht wird dann was hochgeladen, mal sehen. Und bleibt auf jeden Fall immer dem Kanal treu und abonniert und aktiviert die Glocke, sehr wichtig, dass ihr immer auf dem neuesten Stand seid. Und nochmal vielen Dank fürs Interview. Ich danke, vielen, vielen Dank, Kevin. Wir sind heil angekommen. Ja. Numan, wie war die Fahrt für dich? Ich fand war sehr gut, also entspannt. Wie kamst du zurecht mit dem Regen und so weiter? Das ganz war die gut. Erste Situation bei dir, so starke Regen, Autobahn und so. Ja, aber war eigentlich alles perfekt, also keine Schwierigkeiten gehabt. Alhamdulillah. Oh, Kevin. Kevin, wie war die Fahrt für dich? Ich habe nicht so viel von der Fahrt mitbekommen, ich habe mich mehr aufs Interview konzentriert. Aber war ganz okay. Wo sind wir denn hier? Wir sind momentan in Frankfurt auf der Sportschule. Heute werden wir einen Tag da verbringen und morgen früh, weil die Abreise halt so früh ist, werden wir dann nach Frankfurt zum Flughafen fahren. Und von da treffen wir auch die anderen Nationalmannschaftskollegen. Und da ist noch ein Nationalmannschaftsathlet ist da noch mit dabei im Flughafen bei Frankfurt am Main und da werden wir dann zusammen losfliegen nach Helsinki. Von da 3 Stunden Busfahrt nach Kutana heißt es und da ist dann die Sportschule, also das ist schon abseits von der Welt, sage ich mal. Heil wieder ankommen, Trainingslager gut überstehen und dann ist die Aufgabe geschafft. Okay. Ich wünsche euch alles Gute, gell? Dankeschön. Und wir hören auf jeden Fall noch. Ja, Mann. Viel Erfolg, ja. Danke. Okay, hau rein, Kevin, gell? Ciao. Also, ciao. Mach's gut. Ciao.